Heute gibt es mal wieder eine Storytime und zwar von der schlimmsten Unterkunft, in der ich jemals übernachtet habe. Natürlich wird hier nebenbei wie immer ein bisschen Mario Kart gezockt, auf entspannt. Und ja, ich habe es euch ja schon öfters erzählt, ne, dass ich im Außendienst tätig bin. Dementsprechend, ja, bin ich auch oft auf Geschäftsreise. Ja, eigentlich bin ich streng genommen ja jede Woche auf Geschäftsreise. Je nach Gebiet, je nach Einsatzgebiet, schlafe ich aber auch zu Hause, wenn es halt nicht so weit weg ist, ne. Und wenn es halt ein bisschen weiter ist, dann lasse ich von meinem Auftraggeber mir eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Und ja, klar, also man steckt auch nicht drin, ne, im Vorhinein in den Unterkünften, ne. Man guckt einfach, wo sehen denn die Bilder vernünftig aus. Und ja, es gibt natürlich mal bessere und mal schlechtere Unterkünfte. Aber neulich, als ich im Landkreis Karlsruhe tätig war, also da war ich wirklich in der abartigsten, schlimmsten, schlechtesten Unterkunft. Das war richtig schlimm. Also erstmal, von welcher Unterkunft spreche ich? Ich rede von den Simplex Apartments in Karlsruhe. Ist ja so eine ganze Kette, glaube ich, ne? So wie, oder wie man das nennen kann. Deshalb, ich will das auch publik machen. Ich will publik machen, geht nicht dorthin. Schiebt denen kein Geld in den Arsch, die haben es nicht verdient. Und zwar, ja, erstmal, also Check-in, so, das hat alles gut geklappt. Da kann ich gar nichts sagen. War schnell ein Mitarbeiter am Telefon, ne, der dann den Code durchgegeben hat für die Buchung, dass man halt da, man kennt ja diese, wie nennt man denn sowas, diese Türgriffe mit Zahlen dran, wo man halt das so ins Zahlenfeld tippt, man das ein und dann kann man es wie ein Tresor, kann man die Tür öffnen. Ich weiß nicht, wie die Teile heißen, aber das gibt es bei total vielen Unterkünften, also das ist Standard, das hat auch gut funktioniert, deshalb da kann ich erstmal gar nichts dazu sagen. Aber als ich dann in die Unterkunft reingegangen bin, ist mir schon mal so ein seltsamer Geruch entgegengefleucht. Ich kann diesen Geruch auch nicht beschreiben, es hat einfach unangenehm gerochen. Ich glaube, das lag einfach daran, dass wahrscheinlich diese Unterkunft noch nie geputzt wurde. Also so sah das zumindest aus. Ich denke, die haben einmal diese schönen Bilder gemacht, so für die Booking-Seite, ne? Haben die wahrscheinlich einmal schöne Bilder gemacht, so, ja, passt, sieht super aus. Und dann wahrscheinlich nie wieder war wahrscheinlich irgendjemand da drin, außer halt die Leute, die dort gebucht haben. Dann wahrscheinlich genauso einen Schreck bekommen haben wie ich. Also es war nicht sauber, ne? Es war total schmutzig. Es hat komisch gerochen. Wie gesagt, ich kann auch nicht beschreiben, wonach es gerochen hat. Es hat einfach unangenehm gerochen. Und ja, deshalb, das ist schon mal richtig scheiße. Dann, ja, wird es ja jetzt auch kälter. Wird mal wieder kälter, ne? Wir sind jetzt im hinteren Teil des Jahres. Dementsprechend möchte man da ja auch mal so eine Heizung vielleicht mal anmachen. Und ihr müsst verstehen, also mal, jetzt mal zur Aufteilung von der Unterkunft, ne? Man kommt da rein und ist im Flur und im Flur ist auch die Küche, ne? Und dann gibt's am Ende vom Flur gibt's links und rechts jeweils ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Und in der Mitte, also geradeaus von der Eingangstür, ist halt das Bad. Und links war der Raum, wo ich eigentlich schlafen sollte, ja.
war auch der gebuchte Raum sozusagen. Wollte ich mir die Heizung aufdrehen und stelle fest, dass dieses Teil, woran man dreht, ja, um eine Heizung aufzudrehen, das hat einfach gefehlt. Da war einfach nichts. Da war einfach die Heizung und das Teil zum Drehen, das gab es einfach nicht. Es war einfach weg. Man konnte die Heizung nicht aufdrehen. Dementsprechend, ja, okay, wieder Mitarbeiter kontaktiert. Hier, da habe ich den Bild geschickt auf WhatsApp. Das fehlt. Kann die Heizung nicht aufdrehen. Ja, ich schicke jemanden vorbei. Okay, dachte ich mir, ja, super, ist ja nett. Dankeschön. Schickt jemanden vorbei. Und ihr müsst euch überlegen, ich habe da mehrere Nächte verbracht, ne? Bin halt morgens, früh, mittags immer zur Arbeit gegangen und dann abends halt wieder heim sozusagen, oder halt nicht heim, sondern in die Unterkunft. Dementsprechend dachte ich, ja, das wird bestimmt dann gemacht während meinem Arbeitstag. Hat sich nichts getan, ja. Hat sich nichts getan. Also das war einfach nur irgendeinen Quatsch gelabert und aber gar niemanden vorbeigeschickt. Also einfach, ja, inkompetent. Wirklich inkompetent, dass man da niemand vorbeischickt, obwohl man es behauptet. So, man kann ja auch sagen, so, hey, jetzt haben wir gerade niemanden verfügbar bis zu der Uhrzeit, ich schicke da und da jemanden vorbei. Kann man ja wohl einrichten. Kann ja nicht so schwer sein. Wie gesagt, ist ja auch jetzt nicht mehr so warm draußen. Aber mein Glück war halt das andere Zimmer. Also wie gesagt, links war eigentlich mein Zimmer, was gebucht war. Und rechts das Zimmer, da hatte zum Glück niemand gebucht. Deshalb bin ich einfach ins rechte Zimmer reingegangen. Und dort hat die Heizung auch ganz normal funktioniert. Ich muss sagen, also die Heizung hat auch verbrannt gerochen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das eventuell auch daran liegen könnte, dass die vielleicht eine Weile nicht benutzt wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hat verbrannt gerochen. Das war auch komisch, aber ich dachte mir, ja gut, okay, ich will wenigstens warm haben. Und wenn ich soll es halt brennen, dann habe ich schön Kamin. Habe ich halt einen Kamin, wo ich mich reinsetzen kann. Setz dich nicht an, sondern in den Kamin. Gibt ja so einen schönen Bruch aus einem Lied. Egal, anderes Thema. Und ja, was noch so eine Sache war, das Kochen. Also erstmal, das war so eine, ja, also hatte zwei Kochplatten, wie nennt man das im Herd? Zwei Herdfelde, also keine Ahnung, ne? Zwei Flächen. Scheiß drauf, weiß nicht, wie es heißt. War mit Touch zu bedienen, das kann ich sowieso nicht leiden, aber das ist mein eigenes Problem, dass ich halt Touch nicht leiden kann am Herd, aber ja, habe ich ja dann irgendwann den Herd anbekommen. Also das war so ein Induktionsherd, ne? Das heißt, der hat sich auch wieder ausgeschaltet, so, wenn man was runtergenommen hat davon. Okay, von mir aus, meinetwegen. Moderner Schnickschnack. Brauche ich zwar nicht, aber meinetwegen. Ja, habe ich mir in der Pfanne was angebraten. Das hat ganz normal funktioniert, ne? Das war gar kein Problem. In der Pfanne konnte ich mir was anbraten. Wollte ich mir auch Nudeln kochen im Topf. Und da ist der Herd ausgegangen. Der Topf, der dort war, der war scheinbar nicht induktionsgeeignet, ne? Ist, glaube ich, je nach Material ist es für Induktionsherd geeignet oder halt nicht. Was ich halt auch scheiße finde. So, wenn ihr schon einen Induktionsherd da reinbaut, dann guckt doch, dass da kompatible Töpfe sind. Habe ich mich richtig aufgeregt. Ich hatte total Hunger nach meinem Arbeitstag. Ich esse tagsüber nicht so viel. Habe ich mich voll gefreut. Oh, jetzt schön was Warmes essen. Nee, ist nix. Habe mich so aufgeregt. Ich habe diesen Topf einfach in die Ecke geschmissen.
hab mich so aufgeregt. Da habe ich einfach das, was ich mir angebraten, also ich habe mir übrigens so Räuchertofu habe ich mir angebraten. Dann habe ich den halt gegessen mit Brot. Ich wollte einfach dann was im Bauch haben. Da hat mich aber richtig aufgeregt, ne? Hat mich richtig aufgeregt, weil ich was schön mit Nudeln essen wollte. Naja. Und was man auch nochmal, jetzt kommen wir zur Hygiene, ja, nochmal zu sprechen in dieser Unterkunft. Also es waren übrigens sehr hohe Decken, wo oben in den Ecken jeweils waren überall Spinnenweben. Und da, ich bin da ja nicht hingekommen, an diese hohen Decken. Bin ich nicht hingekommen, ne? Und da sind auch Spinnen rumgekrabbelt und so. Also das war wirklich, wirklich unangenehm. Ich dusche auch immer gerne, eigentlich nach einem Arbeitstag, so richtig schön warmes Wasser auf mich runterprasseln lassen. Ah. Aber dort, dort habe ich mich geekelt. Ich habe dort nicht geduscht. Dort, also, nee. Nee. Ich war da froh, wenn ich so wenig Berührung mit irgendwas habe, wie möglich. Und was aber schlimmer geworden ist bei mir seither, ich habe ja Neurodermitis, ne? Ist eine Hautkrankheit, so, ne? Kennt man, glaube ich, hat man vielleicht schon mal gehört. Habe ich auf jeden Fall. Und ich habe das so gut in den Griff bekommen über die letzten Monate. Das ist, ja, einfach Haut gut gepflegt, ne? Auch Stress war auch immer so ein Faktor, der meine Haut beeinflusst hat. Ich habe überhaupt keinen Stress zurzeit. Das ist richtig, richtig angenehm. In tiefen, eigentlich so Seelenfrieden, tiefen entspannt, alles gut, Haut geht's gut, ne? Ich fühle mich wohl. Nach den paar Nächten da in dieser Unterkunft ging es meiner Haut wieder richtig scheiße, ne? So richtig, richtig kratzig und alles und ich fühle mich nicht wohl. Und erstmal, wo ich hier daheim war, ich habe mich komplett mit Cortison eingeschmiert. Jetzt geht's gerade wieder so ein bisschen, ne? Jetzt wird's gerade wieder besser, aber hat mich richtig angekotzt. Deshalb, so, Simplex Apartments definitiv nicht dort hingehen. So, wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ihr guckt irgend so einen Drecksmitarbeiter von euch zu, ja? Macht euren Laden zu oder führt den vernünftig. Weil, wie kann man Leute so behandeln? Macht gleich ein Konzentrationslager auf. Okay, der war jetzt ein bisschen hart. Ja, weiß ich nicht. Aber also, das ist unter der Menschenwürde, finde ich. Wie kann man Leute so übernachten lassen? Also, schlimmer kann es hoffentlich nicht mehr werden. Sonst gibt es eine neue Storytime. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.